Nein, nicht geschafft. Ich war am Anfang zu langsam. Ich muss am Anfang wirklich diese Rolle machen. Ist das ein lustiger Abschnitt. Aber wir schaffen das, Leute. Ich hab das im Urin. Wir schaffen das. Jo, servus, Leute, zum weiteren Part Hardcore-Kackscheiß. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Leute. Wir sind hier immer noch im Speed-Abschnitt und versuchen, den zweiten Mond zu bekommen, der da noch fehlt. Ja, den ersten Mond. Also schwierig ist halt wirklich nur die zweite Passage jetzt. Also die jetzt kommt. Alles andere ist halt wirklich machbar. Alles andere ist machbar, Herr Nachbar. Ich schaff's nicht. Und ob ich es zurückschaffe, ist auch fraglich. Und tschüss. Nur diese zweite Passage ist hardcore-mäßig. Der Rest ist eigentlich machbar. Na naja, gut, es ist halt die Frage, inwieweit wir zu dem zweiten Mond kommen. Wie leicht es ist. Wobei wir nur zum Mond raufkommen müssen. Ja, danach, sobald wir den Mond erwischt haben, können wir eigentlich sterben. Das spielt keine Rolle. Eingesammelt ist eingesammelt. Aber es geht hier wirklich nur um diese Passage hier, die mich zur Weißglut bringt. Alter, voll gegen die Wand. Ja, das kann er gut. Mit dem Schädel durch die Wand kann er gut. Nur ist die Wand haltiger als der Schädel. Wieder? Wieso kommt er jetzt nicht mehr dann auf? Oder ich? Oder er und ich? Oder wie auch immer. Dürfen wir wieder den Part lang kämpfen, bis wir da durch Zufall raufkommen. Nein, nicht geschafft. Ich war am Anfang zu langsam. Ich muss am Anfang wirklich diese Rolle machen. Ist das ein lustiger Abschnitt. Aber wir schaffen das, Leute. Ich hab das im Urin. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich hab's nicht nur im Urin, ich hab's auch im Kot. Ja, wenn schon widerlich, dann richtig. Ja, genau. Komm, steh auf, Mann. Hat mich diese Bombe wieder getroffen, na, dieses Geschoss von diesem scheiß Panzer. Der Panzer. Der Panzer. Mann. Ja, öfter mal was Neues. Warum auch nicht? Dann wird's jetzt allzu langweilig. Aber macht euch schon mal drauf gefasst, dass wir diesen Part hier komplett diesen Abschnitt widmen. Stampfattacke, Alter. Da kommst du schwungvoll nach oben und dann macht er Stampfattacke. Als würde er sich weigern wollen, als würde er sagen, na, ich habe jetzt keinen Bock. Naja, so kommst du nie ans Höschen von der Peach, wenn du dich so anstellst. Wobei, die ist ja schon gerettet. Es geht ja eigentlich gar nicht mehr um Peach. Es geht ja eigentlich bloß noch um die Ehre. Bowser ist besiegt. Peach ist sicher. Verdammt, 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 verdammt. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das hätten sie ruhig gelten lassen können. Noch so genau nehmen die es echt. Das ist ungeil. Ja, auf jeden Fall geht es hier nur noch um die Ehre, ne? Es geht hier um nichts mehr anders. Alles ist gerettet, die Welt ist gerettet. Bowser wurde wieder in seine Schranken verwiesen. Peach ist gerettet. Toads sind glücklich. Mario macht das Stampfattacke wie eh und je. Dafür darf er sterben gehen. Hoffentlich tut's gescheit weh. Ich hoffe ja, dass er jedes Mal bestialische Schmerzen hat, wenn er sterben muss. Ich wünsche es mir. Das sind so Momente, wo ich mir denke, warum?
Warum bringt Bowser Peach nicht einfach um? Dann hätte Mario auch gar keinen Grund, sie retten zu müssen. Dann ist es nämlich vorbei, die Chance. Und ich muss es mir nicht mehr geben. Verdammt, Alter. Verdammt. Kopf angehauen. Hä? Oder Peach wird hardcore penetriert von Bowser Lauser und bekommt ein Reptilienkind. Vielleicht legt sie sogar ein Ei. Wer weiß das schon? Ja, und dann wäre Mario aus dem Rennen. Oder warum tötet Bowser Mario nicht einfach? Warum bringt er nicht einfach um? Er hat ja genug Gelegenheiten. So. Auf ein neues. Auf ein altes. Es wird einfach nix. Ja, warum tötet ihr ihn nicht einfach? Also los. Geschafft. Mal wieder geschafft. So. Schon stehen wir wieder hier. Ich aktiviere das Ganze und schaue es mir nochmal an. Wir müssen dann diese abbröckelnden Kisten hoch. Alter Schwede, ist das scheiße. Das wird krass hier, Leute. Das wird richtig krass. Ja, genau. Trifft er mich noch, die Sau? Also Mission, zweiter Mond, aktiviert. Verdammt, geht auf, Alter. Verdammt. Alter Schwede. Die Panzer kommen nicht rüber, ne? Die Panzer bewegen sich nicht. Was halt scheiße ist, ich darf das hier nochmal machen. Ich darf halt jedes Mal die Kackscheiße von vorne beginnen. Und darf diesen beschissenen Abschnitt nochmal versuchen. Das darf ich jetzt so lange versuchen, bis ich ihn perfekt kann. Stimmt's? Bis es kein Problem mehr darstellt. Ja. Bis ich das endlich drauf habe hier. Mit diesem Weitsprung. Bis Mario aufhört, die Stampfattacke zu machen. Alter Schwede. Jetzt hat er keine Stampfattacke gemacht. Kaum will man mal eine machen, macht er keine. Warum? Mario, warum? Ja. Und diese mediterranen Rassen, die haben schon ein bisschen was Weibliches. Und Mario ist wahrscheinlich da genauso. Ah, das wird nix. Bin ich vorhin schon hängen geblieben. Mario wird da genauso sein, ne? Und zickt rum. Wie ein altes Waschweib. So. Bam. Betonknutscherei Teil 3. Also nochmal. Ja, bück dich. Bück dich, du Bückstück. Ach, komm schon. Ich muss einfach eher losspringen. Ich muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Das ist er nicht. Schön am P-Switch vorbei ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt haben wir ihn. Jawohl, so geht es. So. Und jetzt da rauf, alter Schwede. Verdammt.
Verdammt, das ist schon mal Mist. Geh zurück. Geh zurück. Das war Mist. Darauf kommen ist echt hardcore Trixie. So. Aber mit Geduld und Spucke schafft man das auch. Alter, macht er wieder Stampfattacke. Ich lerne es einfach nicht. Die letzte Hürde in dieser Welt. Und ich will nicht wieder sterben. Wir haben ihn. Heiligeile Geschwindigkeitsprobe. Wir kommen sogar runter und schaffen den regulären Ausgang, ohne zu sterben. Hammer, Leute. Das heißt, wir haben die dunkle Seite des Mondes auf 100% komplettiert. Leck mich an die Öcker. Wie krass ist denn das? 100% auf der finsteren Seite. So. Das heißt, wir geben unsere Monde ab. Schön alles abgeben. Und begeben uns auf die stockfinstere Seite. Ich bin gespannt. Da waren wir ja noch nie. 868 Monde, Leute. Auf zur stockfinsteren Seite. Und wenn wir die stockfinstere Seite haben, dann könnte ich mir vorstellen, können wir im Pilzkönigreich sämtliche Achievements von Toadette freischalten. Stockfinstere Seite. Ich bin gespannt. Auf zur stockfinsteren Seite des Mondes. Vielleicht ist ja hier irgendwo, wie bei Iron Sky, irgendwo eine Bunkeranlage. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Sieht schon geil aus. 868 Monde. Sieht schon geil aus. Wohlgemerkt, nur die regulären Monde. Ich habe keine der zusätzlich dazu gekauft, außer die, die sowieso käuflich erwerblich sind. Also die man kaufen muss. Hop oder Topkrater. Da oben ist tatsächlich ein Wolkenkratzer. Ich bin gespannt. Oh nee, das ist, es klingt. Nanu, was machen denn nur all diese Leute hier? Es klingt schon mal ziemlich fröhlich hier. Ist das hier so eine Art Dankeschön-Abschnitt? Eine lange Reise endet. Ein Frosch, ich muss dann auf, oder was? Okay. Ist das so eine Art Jubel für mich, oder was? So eine Art, heilig geil, du hast es geschafft. Wir schauen hier die Mondliste aus. Es gibt nur einen Mond. Nur einen Mond, Leute. Echt, gibt es nur einen Mond? Es lauert Gefahr überall. Bitte sei vorsichtig. Wir sind zu deiner Unterstützung hier. Du bist so unglaublich mutig. Das ist eine wahre Inspiration. Das wird kein Spaziergang werden. Ich wünsche dir viel Glück. Du bist leider noch nicht am Ende deiner Mission. Ich befürchte es auch. Pass da draußen bitte gut auf dich auf. Ich wünsche dir alles Glück der Länder für dein Vorhaben. Wenn's brenzlig wird, dann tanz doch einfach eine Runde, so wie ich. Behalte immer einen kühlen Kopf. Ich bin mir sicher, dass du uns alle sehr stolz machen wirst. Wir drücken dir super fest die Daumen. Gib auf keinen Fall auf, auch wenn du mal etwas einstecken musst. Das hört sich nicht gut an. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich dieser Mission stellst. Ich dachte schon, ich bin so stolz auf dich, dass ich Wasser lassen muss. Als Nixe? Nein, als Schnixe. Alter, hinten geht's auch weiter. Blessi. Sagst du auch was zu mir? Aber was bist du hier? Doch, der sagt was, aber man kann es nicht lesen. Doch, jetzt.
Boah, toll, alle sind hier. Toll. Was ist dieser Abschnitt? Zum Saufen. Aber es klingt ziemlich fröhlich. Und er sagt auch noch was. Hip, hip, hurra! Und hier Pauline mit der ganzen Band. Los, Mario, spring! Ja, als hätte ich die ganze Zeit hier was anderes gemacht. New Donk City. Gibt's da hinten irgendwas? Collectibles scheint es hier keine zu geben in dieser Welt. Froschies? Die brauche ich wahrscheinlich, um raufzukommen. Gehe ich mal davon aus. Obwohl, das könnte man mit Moonchamp ja auch schaffen. Oder? Schafft man nicht. Also brauche ich einen Frosch. Na gut. Alter Schwede. Ich werde mich an diesen Frosch auf dem Mond nie gewöhnen. Oh, der springt gleich ganz rauf. Ist das krass. Heiligeili. Krasser Scheiß. Und hier ist eine Röhre. Lass mal hier gucken, ob es hier was zu holen gibt. Nein, hier ist nichts. Also, da guckst du in die Röhre, wa? Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Oh, es gibt nochmal... Na, endlich! Wir haben wieder unser normales Gewicht. Ja, tatsächlich. Wieder normal hier. Ein normaler Abschnitt. Lauter Goombas. Das heißt, ich muss den Kunden da erledigen. Oder muss ich hier einfach nur durch? Ich glaube kaum, dass der einen Mond hat. Wäre da alles sinnlos. Es gibt ja nur einen. Fetzen wir erstmal durch und danach fangen wir das Suchen an. Und schauen, was es hier alles so zu holen gibt. Oh, das geht unter. Ach, so eine Mechanik. Okay. Oh, das geht alles unter. Das ist krass. Alter Schwede. Wie soll ich das machen? Verdammt, ist das tricksy. Na, ja, nicht immer da rum, du blöder Hund. Der dreht sich immer nach vorne. Unser kleiner dummer Italiener. Macht schon wieder Dinge, die er nicht tun soll. Idaka. Zu nichts zu gebrauchen. So. Komm, geh auf. Okay, wir sind vorgewarnt. Das heißt, hier müssen wir schnell sein. Zack. Zack. Rum. Zack. Rum. Rum. Alter Schwede. Alter Schwede. Und hier jetzt daher. Oh, das geht in die Lava. Alter Schwede, ist das böse. Natürlich ist es so lange in der Lava, dass man auch ja nicht überleben kann. Alter Schwede. Das ist mal ein Hardcore-Level. Wobei es bis jetzt geht. Bis jetzt geht's. Es sind nur kleine Überraschungselemente. Also all jene Sachen, die wir schon aus vorgehenden Welten kennen. Nur in ihrer Hardcore-Form. So. Nein. Verdammt. Am besten gar nichts drücken, dann geht es auch. So, daher. Und hier muss man blitzschnell sein. Schaut's denn da hinten aus? 3 Stück? Dann hat man wieder Pause. Na gut. Im richtigen Augenblick.
besser. Und hier genauso. Jawohl, es funktioniert. Ach du Scheiße, sowas kennen wir doch aus so Mario's 3D World. Alter, sind die schnell. Leck mich an die Öcker. Wie soll das gehen? Oder muss ich da lang? Nein, da geht's nur in die Tiefe. Puh. Genau. Alter Schwede, was ist denn das? Aber es ist schon machbar, Herr Nachbar. Das ist nur Trixi. Aber es ist machbar. Ich bin gespannt, wie lang das ist. Es ist ein Hardcore-Level, wie wir es kennen aus diversen anderen 3D-Mario-Games. Und wahrscheinlich ist es das letzte. Warum ist es so schwer? Könnte ich mir gut vorstellen, wie es auch in so Mario's 3D World war und 3D Land und Mario Galaxy und wo es denn noch überall vorkam, sowas. Noch nicht. Bisschen warten noch. Ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Krasser Scheiß. So. Und da drüben genauso. Da drüben genauso. Noch nicht. Ich muss da den richtigen Rhythmus finden. Jawohl. Und genauso wie hier. Ich muss hier auch den richtigen Rhythmus finden. Dieses Ding ist einmal links, einmal rechts und einmal in der Mitte. Alter Schwede. Aber da erst mal drauf kommen. Verdammt. Verdammt, Alter, wie geht das? Wie soll man das machen hier? Wie soll man hier von diesem Metallteil zu Metallteil springen? Vor allen Dingen ist es einmal, das ist ja dann wieder der Schwierigkeitsgrad. Es ist dann einmal ein großes und einmal ein kleines, also ein hohes und ein flaches. Und bei den flachen springt er dann wieder drüber. Mann. Geil. Geil, geil, geil. Das hier ist alles machbar. Das sah am Anfang schwerer aus, als es in Wirklichkeit ist. Wenn man rausgefunden hat, wie man es tun muss, dann ist das alles machbar, Herr Nachbar. So. Hier kommt man spielend durch. Spielend. Spielend, spielend. Selbstredend. Und schon sind wir wieder hier. Das will mir nicht so richtig in den Schädel. In welchen Intervallen kommen die? Groß, klein. Ah, da sind mittlere auch dabei. Mittel, groß, klein. Mittel, groß. Klein, mittel, groß. Klein, mittel, groß. Okay, die haben den Intervall. Die haben einen Intervall. Verdammt. Komme ich da so drüber? Schwer, oder? Alter Schwede. Alter Schwede. Aber das geht. Energie, Energie. So. Hothead-Abschnitt. Ich verstehe. Was ist da? Nichts weiter. So, was muss ich tun? Daher. Ah ja. Jetzt muss ich wohl von Loch zu Loch. Wahrscheinlich mit Hothead. Und ohne Hothead geht's nicht. Alter Schwede. Alter Schwede. Verdammt. Verdammt. Ohne Hothead kommt mir hier nicht mehr weiter. Ich dachte es mir.
Mann. Jetzt muss ich wieder vor und muss mir den Hothead holen. Muss mal aufpassen, dass mir meine Energie nicht flöten geht. Aber doch mit ein bisschen Übung ist das hier alles machbar, wenn man weiß, wie es geht. So. So. Jetzt auf die Tomate. Nicht geschafft. Wieso spawnst du eigentlich wieder, du blöde Sau? Bleib doch da mal liegen als Moos. Und? Sie droppt so wieder zurück in die Ursprungsform. Was ungeil ist. Hammer. So, da müssen wir doch darüber. Da müssen wir im richtigen Augenblick uns treffen lassen. Da ist bestimmt Energie drin, oder? 100 Brode ist da Energie drin. Und ich hab's nicht geschafft. Verdammt. Komme ich da irgendwie hin? Gucken. Sag ich doch, dass da Energie drin ist. Ich dachte es mir. Also nochmal das Ganze. Es ist tricky. Aber eigentlich nur eine Geduldssache. Daher. Warten. Bis zum richtigen Augenblick. Daher. Und nicht darüber geschafft. Verdammt. Warum springt jetzt der manchmal nicht so weit? Das nächste Problem. So, beim nächsten Treffer bin ich down. Und beende den Part, Leute. Das gibt's doch nicht. Und da ist schon das Partende angekommen. Da ist das Partende um die Ecke gerannt quasi. Und dann pausiere ich das Ganze hier. Leute, ich beende den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Dieses Level knacken wir auch noch. Und bis zum nächsten Mal, sag ich Servusle. Eier Doschten.